Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser Wochenbotschaft vom 6. bis zum 12. November. Wollen wir doch mal schauen, was in dieser Woche so auf uns zukommt. Für all diejenigen, die sich für Meditationen interessieren, die es noch nicht gehört haben, die Plattform NeoWake verschenkt derzeit ein Meditationsalbum gratis. Schau mal unter dem Video, habe ich dir den Link dazu hinterlegt. Außerdem kannst du die Plattform 7 Tage lang kostenlos testen. NeoWake bietet verschiedene Audioprogramme zur Konzentration, Selbstfindung, besseren Schlaf, Meditation etc. an. Also wenn dich das interessiert, schau mal vorbei. So, dann wollen wir doch mal schauen, was in dieser Woche so auf uns zukommt. Vom 6. bis zum 12. November, was geschieht? Sadness, okay, hier gibt es scheinbar etwas, was dich traurig macht oder vielleicht könnten auch negative, schwierige Emotionen aufkommen. Das passt auch sehr gut in die Skorpionzeit hinein. Wir haben jetzt einen abnehmenden Mond in dieser Woche. Das heißt, es geht darum, Dinge auch abzugeben, loszulassen in der Skorpionzeit sowieso. Wir bewegen uns auf den Neumond zu, der am 13. stattfindet, also pünktlich zu der Woche danach, zum Wochenstart. Und jetzt dürfen wir nochmal abgeben und loslassen. Also es könnte sein, dass du in dieser Woche Emotionen haben wirst, die vielleicht nicht so ganz leicht sind. Ja, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind oder wo du dich mal traurig fühlst. Aber wir schauen mal weiter. Und eine Überraschung wartet auf dich. Okay, was ist das denn jetzt für ein Gegensatz hier? Etwas sehr Überraschendes, Unerwartetes kommt auf dich zu. Es könnte auch sein, dass sich etwas aufdeckt, eine Erkenntnis, etwas kommt plötzlich rein. Ich glaube, dass durch diese Erkenntnis oder diese Überraschung auch etwas transformiert werden kann. Mir fallen hier sehr stark diese Schmetterlinge auf, die hier reinkommen. Etwas wird aufgedeckt. Sehr interessant. Vielleicht hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber vielleicht führt dich dieser Weg durch das Gefühl dahin. Das könnte hier für einen Teil der Fall sein. Aber interessante Energie. Wir haben hier die Überraschung, ne? Etwas entdecken, etwas Unerwartetes und hier haben wir die Traurigkeit. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch so bekommen. Nein, das sind zu viele Karten. Ich hätte gerne hier nochmal richtig ordentlich durchgemischt. So, was haben wir denn hier auf den Punkt gebracht? Was geschieht in dieser Woche? Okay, 2 Energien fallen raus. Wieder etwas sehr tiefe Emotionen, das gibt es doch nicht. Und Erneuerung, das ist doch der Hammer. Leute, schaut euch das mal an. Das ist echt hier scheinbar eine sehr transformative Woche, aber auch eine Woche, die von sehr unterschiedlichen Energien geprägt ist. Also es könnte ein Auf und Ab sein. Tiefe Emotionen, unbekannte Gefühle, Einflüsse aus früheren Leben. Für mich ist Einflüsse aus früheren Leben, kann karmisches Zeug sein. Das kann etwas aus tatsächlich früheren Leben sein. Das kann aber auch, und das wird den Großteil betreffen, Einflüsse aus früheren Leben sein, alte Prägungen, Kindheitsmuster, alte Verletzungen, solche Geschichten. Sadness, ne? Hier wird es sehr emotional. Es wird eine sehr emotionale Woche. Es wird eine Woche, die tief geht. Das passt auch absolut zu den astrologischen Konstellationen. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut sich gerne die Astro-Vorschau für den November an. Und dann haben wir hier noch die Überraschungen. Auf einmal passiert was Plötzliches und Unerwartetes und etwas Erneuerndes. Das ist für mich die Energie von Uranus. Wir werden Mars-Opposition Uranus haben. Das ist eine anstrengende Energie. Da kommt eine geballte Kraft zustande. Aber mit Uranus ist hier auch sehr viel Erneuerung drin und sehr viel Befreiung auch und Überraschung. Also lass dich mal überraschen, was in dieser Woche so kommt. Ich glaube, es wird nicht leicht. Ich glaube aber auch, dass das Potenzial hat, damit man etwas beendet. Ich sehe jetzt gerade meine Finger, die haben sich so überkreuzt und ich hatte so das Gefühl, man durchkreuzt etwas oder irgendetwas wird beendet. Etwas streichen, zu irgendwas sagen, so weg damit, kein Bock mehr. Irgendwie so, das fühle ich gerade.
hier ist die 5, hier ist die 5, die mir auffällt. Hier steht zwar 15, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht so darum, irgendwie was komplett abzuschließen und ganz neu anzufangen. Und dieser Abschluss beinhaltet tiefe Emotionen, also wirklich auch die Auseinandersetzung mit diesen. Schauen wir mal, welche Göttin dich begleitet, bevor wir ins Tarot übergehen. Welche Göttin begleitet dich in dieser Woche? Hestia, das Zuhause. Vielleicht geht es hier um Themen des Zuhauses, um Umzug, Gestaltung, Erneuerung des Zuhauses, vielleicht auch die Familie. Ne? Vielleicht geht es hier um Prägungen der Familie. Vielleicht hast du mit Familienmitgliedern zu tun. Vielleicht gibt es auch hier etwas im Bereich des Zuhauses, was dich sehr mitnimmt, mit Familienmitgliedern. Das könnte auch etwas sein, ne? Weil wir haben hier tiefe Emotionen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Kindheitsprägungen, wer weiß. Vielleicht kannst du hier irgendwie was auflösen oder neu anfangen für dich, emotional gesehen auch. Wir haben hier aufeinanderfolgende Zahlen, 20 und 21. 15, 20, 21, irgendwie 5, ne? Also es folgt hier alles, es ist wie so ein Progress, also du entwickelst dich hier. Jetzt wollen wir doch mal ins Tarot schauen, um das alles so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Was ist denn hier die Hauptenergie? Was geschieht hier in dieser Woche? Was ist die Hauptkarte? In der Woche vom 6. bis zum 12. der Ritter der Schwerter, Befreiung, Erneuerung, sich von etwas loslösen. Das sind übrigens auch Konflikte. Also es kann sehr gut sein, dass es zu Konflikten kommt, vielleicht im familiären Bereich. Vielleicht mit den Eltern, mit Geschwistern, Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen. Vielleicht gibt es hier was Ungemütliches. Vielleicht ist hier jemand im Streit. Kinder, ja, also vielleicht gibt es hier Probleme im familiären Feld und Konflikte im familiären Feld. Ja, das ist hier möglich, dass es dazu kommt. Streit und Auseinandersetzung, aber gleichzeitig sehen wir auch die Befreiung und die Erneuerung. Der Ritter der Schwerter, der ist daran interessiert, sich zu befreien, sich loszulösen. Ja, der ist auch sehr schnell. Der ist auch mit seinen Worten sehr gewandt. Also Kommunikation könnte auch hier etwas sein, vielleicht auch sehr kalte Kommunikation, eiskalte Worte, vielleicht auch etwas, was unangenehm ist, ein unangenehmes Gespräch. Das würde sehr gut in die Konstellationen passen, weil Mars, Opposition, Uranus, das wird diese Woche dominieren. Das ist ein Aspekt, der für Konflikte spricht tatsächlich auch. Und der Ritter der Schwerter, das sind eben auch Konflikte. Also es könnte sehr gut sein, dass es hier zu Konflikten und zu Streit kommt. Wollen wir doch mal schauen, was wir hier haben. Den Narren, der Neuanfang, Erneuerung. Hier haben wir den Narren. Leichtigkeit, sich von etwas zu befreien. Ein Neustart in etwas, etwas Neues anzufangen, eine neue Möglichkeit. Wir fangen bei Null an, das ist der Narr, der fängt von vorne an. Hier sieht etwas schon mal sehr gut aus. Also in einer Hinsicht kannst du dich hier freuen. Es geht um einen Neuanfang, der Potenzial mit sich bringt und auch sehr gute Perspektiven. Vielleicht ist das auch das Überraschende, was du nicht siehst. Oh, wow, Überraschung, Überraschung, das passt doch irgendwie zum Narren, der hat auch was Überraschendes an sich. Mir fällt hier sehr stark auf, dass auf dieser Karte, das habe ich vorher nie gesehen, das ist ja irre, dass der Narr hier so eine Maske abnimmt von seinem Gesicht. Vielleicht geht es darum, ehrlich zu sein, die Masken runterzunehmen. Ehrlichkeit, die Wahrheit zu sagen, nicht mehr etwas vorzugeben. Spannend, interessant. Okay, hier geht es um Emotionen. Hier haben wir die tiefen Emotionen, meine Lieben.
Etwas wird dich hier emotional sehr stark mitnehmen. Also es wird eine sehr emotionale Woche. Eine hochemotionale Woche, aber hier sehe ich, dass etwas sehr positiv ist. Also es sieht für mich sehr, sehr zwiegespalten aus tatsächlich. So, einerseits ist es hier so ein bisschen schwierig, stark emotional, vielleicht auch sehr stark triggernd. Und auf der anderen Seite ist es so neu und frei und erleichternd. Vielleicht müssen auch diese negativen Gefühle einmal aufkommen, damit man sich frei fühlt, damit man sich hier von etwas befreit. Und dann wird dir vielleicht auch etwas bewusst in Bezug auf deine Gefühle, weil wir hier auch unbekannte Gefühle haben, ne? Also vielleicht kannst du dann etwas für dich erkennen. 4 der Kelche, mit etwas bist du hier nicht zufrieden. Hier ist eine Unzufriedenheit zu sehen. Aber achte mal darauf. Schaut mal, mir fällt das hier super stark auf. Schaut mal hier das Ass der Kelche. Das ist, ne, immer die Chance. Das ist das, was einem geboten wird. Hier ist die Hand, die das einem hinhält. Und hier die 4 der Kelche. Hier hatte man schon ein paar Versuche. Und hier kommt diese Hand und will einem das reichen. Ich glaube, du siehst hier noch nicht das Potenzial hinter dieser Sache. Hier könnte etwas emotional auch sehr erfüllend sein, ja, also auch wirklich einen emotional weiterbringen, aber irgendwie willst du dich damit nicht auseinandersetzen oder du willst das irgendwie nicht annehmen. Vielleicht gibt dir hier etwas, eine Situation, eine Chance, eine Person, irgendetwas, was Erfüllung bringen kann oder das Potenzial zur Erfüllung hat, aber du willst das irgendwie nicht annehmen oder du bist irgendwie da so ein bisschen unzufrieden mit etwas. Vielleicht bist du auch unzufrieden mit einer Situation. Auch gerade sie hier, ne? Also sie wirkt so ein bisschen auf mich so leicht depressiv. Ich weiß nicht, ob es hier in so eine Richtung geht. Vielleicht ist es auch eher was Leichtes und keine Depression, sondern vielleicht so eine leicht depressive Verstimmung, die dich in dieser Woche begleitet und dann ist hier irgendetwas und du bist nicht so zufrieden damit und irgendwie lehnst du das ab. Aber gleichzeitig sehe ich, dass sich was öffnet. Also das kann auch sehr gut sein, dass du einen Tag wirklich dich mies fühlst und auf einmal den nächsten Tag sieht es schon wieder ganz anders aus. Das kann sein. Oder ein paar Tage später auf einmal wendet sich das Blatt. Manchmal gibt es ja so Tage, ne? Dann hat man wirklich so einen richtig miesen Tag und dann denkt man, das ist das Ende der Welt und jetzt ist alles scheiße und auf einmal sieht es am nächsten Tag ganz anders aus. Das ist manchmal so. So fühlt sich das für mich ein bisschen an. Also als ob es hier so einen richtigen Punkt gibt, wo man echt die Schnauze voll hat und vielleicht auch viel weint, vielleicht auch hier ein Konflikt vom Zaun bricht und dann auf einmal sieht es wieder anders aus. Ja, auch Mars, Uranus in dieser Woche sehr aktiv, bringt auch Schwankungen, ne? Ein Hin und Her rein. Es ist eine Opposition, der Aspekt. Wie gesagt, schaut euch mal das Astro-Video an. Ja, und hier wird man sich emotional von etwas trennen. Man ist hier unzufrieden mit einer Situation. Man möchte hier Zufriedenheit, man will das Glück haben, aber man ist unzufrieden und man trennt sich hier von etwas oder lässt auch etwas jetzt gehen oder los. Distanziert sich. Geht weiter, macht weiter. Ich glaube, du wirst hier so irgendeinen Verlust haben. Emotional gesehen. Aber ich glaube, es wird dadurch leichter und es wird irgendwie besser und es ist irgendwie befreiend. Interessant. Ja, Heilung. Hier haben wir es. Es ist ein heilsamer Prozess. Es ist tatsächlich hier eine sehr heilsame Woche, habe ich das Gefühl. Eine sehr befreiende Woche, wo man einfach jetzt auch durch Gefühle geht, die nicht so angenehm sind. Ja? Dann geht man da durch, aber das ist heilsam. Also statt dass du diese Gefühle wegdrückst, lässt du sie zu. Ja, du erlaubst dir zusammenzubrechen. Du erlaubst dir Gefühle zuzulassen.
Ne, einfach mal akzeptieren und sagen, ja, das, da bin ich wirklich unzufrieden. Und dadurch eröffnet sich irgendwie eine neue Perspektive und es kommt was Neues rein. Und es wartet irgendeine Überraschung auf dich. Also es ist eine ganz, ganz interessante Energie, muss ich sagen, in dieser Woche, die sehr schwankend ist, aber auch das Potenzial zur Erneuerung mit sich bringt. Also eine wichtige Woche. Eine wichtige Woche, um abzuschließen und Neues anzufangen. Also es wird auch wichtig sein, da durchzugehen. Und irgendeine kleine Überraschung hier wartet auf dich. Oder etwas kommt sehr unerwartet. Ich überlege, die Karten darauf zu legen, aber ich glaube, ich lasse es, weil eine Überraschung, das ist der Sinn einer Überraschung, etwas, womit man nicht rechnet. Und Überraschungen sind weder positiv noch negativ. Wir geben die Bewertung. Also etwas, du rechnest mit etwas nicht. Das definitiv. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, sei dahingestellt. Aber ich kann dir sagen, dieser ganze Prozess dient der Heilung und der Erneuerung, dass du dann zu dem Neumond die Woche darauf in irgendeiner Hinsicht erneuert und neu dein Leben angehst. Meine Lieben, das war's auch schon. Das war die Wochenbotschaft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Informationen habe ich unter dem Video in der Infobox hinterlegt. Falls du eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen möchtest, ich biete astrologische Beratungen an und ich biete Kartenlegungen an. Schau dazu mal auf meiner Homepage, da sind alle Infos hinterlegt. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.